In den USA und in China gibt es große Demonstrationen. Und beide Länder werden immer mehr als Feinde betrachtet. Wie kommt es dazu? Und wie sehen das Experten in Russland? Hallo zu Russland Live. Heute gibt es einmal eine sehr politische Ausgabe für meine Verhältnisse. Aber auch in Russland sind die Zeitungen voll von Protesten in Minneapolis oder Hongkong. Bei den einen geht es gegen Polizeigewalt, bei den anderen um Demokratie. In Russland ist man besorgt, wie dabei alles zugespitzt wird, etwa wenn die USA die Welt von der Tyrannei von China retten will, wie es der Außenminister gesagt hat. Für die USA ist China an allem schuld, etwa an der Coronavirus-Pandemie. Amerikanische Zeitungen berichten vor allem viel darüber, dass China Hongkong seine Autonomie wegnehmen will. Die russische Online-Zeitung Gazeta.ru meint sogar, westliche Medien berichten so, dass sie Öl in das Feuer der Proteste gießen. So davon, dass die chinesische Armee gegen Demonstranten kämpfen könnte, obwohl es solche Maßnahmen gar nicht gibt. Auch bei anderen Konflikten mit China und Taiwan würde der Westen so arbeiten, also nicht beruhigen, sondern alles verstärken. Jetzt werden auch Sanktionen von den USA gegen China verhängt. Gegen Beamte in China und Hongkong oder auch gegen chinesische Studenten, die in die USA wollen, wenn die Amerikaner sie als Sicherheitsrisiko sehen. Hongkong soll Sonderrechte als Handelsplatz in den USA verlieren. Das hat sehr große Auswirkungen. Über 1200 amerikanische Firmen haben dort momentan ein Büro und können dann abziehen. Fachleute meinen, damit trifft man aber nicht die, die Demokratieproteste in Hongkong unterdrücken. Vieles wird sich ändern und die Opfer werden die Menschen in Hongkong sein. Xi Jinping, der chinesische Führer, leider überhaupt nicht. In Russland meint der Fernost-Experte Alexei Maslow, eigentlich ist die Politik von China momentan nicht mehr und nicht weniger aggressiv als in den letzten 20 Jahren. Sie wird nur anders dargestellt. Die Amerikaner konzentrieren sich komplett auf die vielen Schwachstellen von China, um dem Rest der Welt zu zeigen, was Peking tut. Das chinesische Konzept ist schon immer die Expansion, vor allem die wirtschaftliche. Ein anderer russischer Experte, Alexander Gabor von Carnegie, glaubt, dass die USA China als Hauptkonkurrenten für den US-Markt sieht. In den USA geben, ähnlich wie gegenüber Russland, gegen China vor allem Scharfmacher den Ton an. Das liege auch am US-Wahlkampf, schreibt dazu der russische China-Experte Daniil Bachkov. Keiner will den Eindruck erwecken, er sei schwach. Und so? Diese Leute betrachten die Konfrontation als Herausforderung für die amerikanische militärische und wirtschaftliche Macht, sehen alles durch ein ideologisches Prisma. China ist für sie eine Bedrohung der Werte Demokratie und Freiheit auf der Welt. So wird die US-Strategie den Willen der Chinesen nur verstärken, ihre Technik in anderen Ländern zu verbreiten, wo jetzt die Amerikaner stark sind. Also Huawei statt Apple, wobei die Apple-Handys ja auch in China zusammengebaut werden. So kann ein kalter Krieg entstehen, der nur wirtschaftlich ausgetragen wird zwischen zwei Ländern, die voneinander abhängig sind. Die Amerikaner beschwören Gefahren herauf, die es gar nicht gibt, meint Maslow. All das, um der Welt zu zeigen, wie gefährlich die Chinesen sind. So erzählen sie von möglichen chinesischen Angriffen auf Taiwan, obwohl Maslow sich sicher ist, dass China Taiwan nie angreifen wird. An der US-Börse dürfen nur noch chinesische Unternehmen handeln, die vom Staat dort unabhängig sind, schreibt das russische Medienportal RBK. Und sie müssen das richtig beweisen. Angst hat man jetzt, dass die chinesischen Firmen dann einfach wegbleiben und die Wall Street dann an Bedeutung verliert. Alles, was momentan zwischen den USA und China passiert, ist sehr gefährlich, schreibt das russische Online-Portal RBK. In den letzten 500 Jahren gab es 16 Mal Konflikte zwischen einer Weltmacht und einem wachsenden Konkurrenten. In 12 Fällen gab es Krieg, zitiert es den US-Experten Graham Allison. Was in diesem Konflikt weiter passiert und wie Russland dazu steht, darüber erfahrt ihr weiter zuverlässig mehr bei Russland TV, bei Julia am Sonntag oder am Mittwoch bei mir. Schaut wieder vorbei und jetzt eingeblendet sind alle Videos meiner Reihe. Jeden Mittwoch gibt es ein neues. Abonniert uns, schaut in unserem schönen Shop vorbei oder unterstützt uns mit eurer Spende. Bis zum nächsten Mal, jetzt auch wieder mit mir.